Hallihallö. Sag mal, was ist denn hier eigentlich gerade für ein Bild? Lol. Halt, stopp, ey, komm, warum war's nicht? Bitte hören Sie auf, dieses Spiel zu spielen. Was möchte mir dieses Hintergrundbild sagen? Ich verstehe die Message dahinter nicht. Please tell me. So, let's go. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen schade, dass es mit diesen Schwerlasttransportmissionen kaum XP gibt irgendwie. Also da dich damit hochzupäppeln, da brauchst du wirklich ewig. Also ich würde echt die Dinger mehr belohnen. Ich meine, dass man dabei kaum was verdient, okay, damit kann man leben, aber dass man doch kaum XP bekommt, dann lohnt sich die Mission halt kaum noch. Also, die kannst du wirklich nur fahren, wenn du Bock drauf hast, weil mehr bringen sie halt nicht. So, wenn wir jetzt gucken mal, wenn wir direkt mal nach DAF auswählen. So, da haben wir doch schon mal welchen. 530 für 70 Tonnen, leider nicht drin. Hier genau das gleiche. 530 für 25 Tonnen, das kann man auf jeden Fall machen. Ist aber wieder da oben. Guck mal hier unten, bei Polen. Ja, das sieht doch gut aus. Das klingt doch direkt wie ein Plan. Tja, aber man merkt schon, so eine richtige Schwerlastvariante haben die nicht, ne? Also 520 PS, 530, pardon, ist jetzt nicht so das Grüne vom Ei. Hoffentlich wird das kein Reinfall. Ich meine, das hier sind zum Glück bloß 25 Tonnen, ja, ist also jetzt nicht viel für 500 PS. Die Frage ist halt wirklich, was das für ein Getriebe hat. Das kann man halt kaum abschätzen. Baggerschaufel. Ne, ist wieder da oben. Ne, wir machen mal hier in Polen. So. Ach, ist auch eine Baggerschaufel. Hol. Na. Ah ja. Der sieht schon eher aus wie so ein MRL. Also, naja, eher hässlich als schön. Ne, noch nicht so hässlich wie Renault oder Iveco, klar. Aber schon so auf gleicher Stufe wie MAN. Der sieht dem MAN aber auch echt verdammt ähnlich, ne? So vom Außen, also so vom ganz groben Erscheinungsbild sieht das einem MAN sehr ähnlich. Ah ja. Ich glaube, ich bleib bei also ich bleib definitiv bei Volvo und Scania. Fertig zum Losfahren. Ey, wie die beiden da vorne abhauen, habt ihr das gerade gesehen? Ne, mit Mercedes kann man noch streiten. Die Schwerlasttransporte sehen auch sehr schick aus. Aber das Beste ist halt nach wie vor Volvo und dann halt gefolgt von Scania. So. Okay, die Strecke kennen wir schon auf jeden Fall. Ist aber auch nicht so lang. Das klingt schon cool. Ja, was denn das hier für ein Armaturenbrett, Alter? Sieht ja super verspielt aus. So, schön ist, die Ladung ist super klein. Brauchen wir also kaum aufpassen. Mit der Ladung sollten wir überall vorbeikommen, durchkommen. Und vor allen Dingen halt auch schön leicht, ne? Dadurch sieht er hier auch relativ gut los. Biege nach links ab. OBS schockert die Vorschau aber schon wieder heftig. Aber bei selbst in-game schockert sie gerade schon wieder ein bisschen. Aber in OBS sieht es halt direkt noch schlimmer aus. Warum so langsam? Ach so. Warum ich so schnell, hä?
Oh, vorne wieder. Ist zum Glück genug Platz. Er war gerade ganz weit nach rechts gezogen. Ups. Zum Glück nichts passiert. Wirklich und Umlicht? Ja, haben wir. Vielleicht mal einschalten hier. Yeah, Digga, voll der Hardboard dort die Buden. Was? Whatever. Irgendwas mit Hard und Stop und Beat und irgendwas. Klingt aber schon wieder sehr abgespaced, das Lied. Warum war ich auf dem Punchstreifen? Bremst doch mal, Alter. Die wird wie so ein Bekloppter die DS-Taste an und der rollt einfach weiter. So. Uah. Okay. Mit den Schildern hier rechts war es ja schon eng. Wollten wir nicht mal unsere E-Mails angucken? Das ist immer noch dieser geile Brief. Oh, ist aber wieder eine relativ lange Mission, ne? 230, 240 Kilometer. Lol. Weißt du was? Oh, zwei Stück. Oh, Konto überzogen? Was? Are you fucking kidding me? Naja, was soll's. Oh, das ist ein geiler Bus. Ich liebe so eine kleine Minibusse. Die sind voll süß. Ich weiß noch damals, als ich meine Ausbildung an der Tankstelle hatte. Bei der Archer-Tankstelle zum Einzelhandelskaufmann. Da bin ich ja auch teilweise in der Frühschicht denn morgens um 1 oder 2 oder so denn gefahren. Nee, genau, um 1 musste ich aufstehen. Gefahren bin ich dann so um 2 rum, damit ich dann um 3 da bin. Damit ich Zeit habe, um alles bis um 4 zu machen, damit wir um 4 aufmachen konnten. Also ich aufmachen konnte. Ich war ja alleine. In der Ausbildung. Danke dafür, Archib. Egal. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Und da bin ich dann auch mal mit Nachtbus gefahren. Und das war ja auch so ein kleiner Transporter. Also so wie der gelbe hier. Also noch kleiner als der Bus, den wir gerade eben gesehen haben. Aber halt so richtig umgerüstet zu... Also nicht umgerüstet zu einem Bus, sondern... Das war schon von Grund auf gebaut als Bus. Aber halt noch kleiner als der Bus, den wir gerade gesehen haben. Und ich habe das halt so geliebt mit diesem kleinen, süßen Bus... Hat sich immer angefühlt wie so ein privater Abholdienst, weil der war halt leer. Da war halt ich drinne und an manchen Tagen war noch ein zweiter Passagier drinne. Aber sonst war der Bus halt sonst immer leer. Also abgesehen vom Fahrer natürlich und mir. Oh, diese Textur auf der Straße, Alter. Da freut sich ja der Videocodec wieder richtig.
Sprintrate ab in die Sky. Was macht der denn da schon wieder vorne? Oh, Leute. Kein Respekt mehr hier. Haben wir ein Horn? Nö, natürlich nicht. Wozu braucht ein Schwerlasttransporter auch ein Horn? Ihr Schweine. Ich sehe nichts mehr. Was? Ist das so eine Schwerlasttransportmission? Hast hinten auf deiner Gabel 70 Tonnen drauf und steppst erstmal auf deinem Fahrersitz rum. Schön noch mit Partyblitzlicht. Alle anderen, die so einem LKW entgegenkommen. What the fuck? Schön. Warum blinkt der die ganze Zeit? Blinkt der zwar jetzt schon, weil wir in 3 Kilometer dahin, da vorne nach links abbiegen müssen? Ah, lieber, weil wir die Spur wechseln wollen. Aber wieso wechselt der denn nicht? Der wechselt doch endlich mal. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Geradeaus. Wartet jetzt echt darauf, dass der ganze gesamte Verkehr da hinten vorbei ist? Der hätte schon längst ausschwenken können. Achso, hat er jetzt da hinten hat er. Okay. Weißt du, die blinken schon 3 Kilometer vorher, nur um dann das Manöver doch auf den letzten 3 Metern durchzuführen. Boah, da vorne wird es aber eng. Uha. Okay, so sollte es passen. Komm, du schaffst es. Ey, 25 Tonnen, stell dich so an. Gut, okay, der hat doch nur 530 PS, ne? Ja. Geradeaus. Ah, ja, schöne Blumenwiese. Voilà. Yeah.
Blitzer. Der jetzt schon zusammenbricht, Alter. Davon ist das hier.
Okay, ich sehe gerade schon, die Büsse tauchen doch relativ häufig auf. So. Das ist ja schon das dritte Mal in der Folge. Was fängt an zu regnen? Egal, ist ja gleich geschafft hier. Also die letzten 3 Meter. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Aber hier ist doch auch noch Hauptstraße. Wieso lässt er mich denn jetzt alleine? Ist der stupid? Ist der stupid? Oder ist das Ganze hier bloß eine einzige Zufahrtsstraße für eine Firma? Ja, dafür ist aber ein bisschen groß ausgebaut. Ist ja hier richtig High-Level-Shit hier, Alter. Da muss aber jemand unter dem Tisch echt gut geblasen haben. So, machen wir hier Scheinwischer an hier. Ach stimmt, der hat ja 3. Lol. Ja, eben hier, nee, ist eine richtige Hauptstraße. Oh, da haben wir noch was gebaut. Ich bin verwirrt. Ach, guck mal, jetzt wird einspurig. Ja, komische Hauptstraße. Warum ist in den Dingen der Wasser drin? In der Schaufel? Schaufelt die ganze Wasser weg oder was? Ja, stimmt, das ist ja echt nur eine einzige Zufahrtsstraße. Lol. Okay. So, Sand und auch noch Regen. Boah, Alter. Boah, boah. Das nenne ich mal ausbalanciert hier. Noch Heus, ja. Sand und Regen. Rutschiger geht's gar nicht, Alter. Ey. Wie halt gar nicht mehr lenkt hier, ne? Ey. Wow, ein Dittmannberg. Aber was ist das denn? Alter. Jetzt natürlich Regen, ey. Ei. Alter, wie ich hier schlittern muss. Okay, die Kurve wird ein bisschen heftig. Ich könnte auch langsamer fahren, ne? Aber nö, wo bleibt denn der Spaß? So, schön gegenlenken. Mann, macht das Laune. Ist ja besser als Driften. Bremst doch mal! Bleib doch mal stehen! Bremst doch mal! Eieiei. So. Eieiei. So. Oh ja, 100.000. Cool. Wall to the Black Sea. Na, hier ist es jetzt natürlich auch. Naja. Wie wir einfach mit dem Ecke rumstehen. Oh, lieber. Die Hinterachse einfach. Traktion? Nope. Wer braucht die? So.
Hier können wir gut parken. So. Wir können ja direkt mal speichern. Nee, nee, doch. Eigentlich können wir hier direkt speichern. Dann machen wir aber erstmal hier schön Beauty Shot. Wupp. Und obwohl Beauty Shot im Regen. Schwierig. So. Mehr Beauty geht nicht. Nicht im Regen. Und nicht ohne Auflieger. Oh, wie sieht's aus? Ja, geht so. Hörchen. Ja, dann machen wir mal Feierabend für die Folge. Noch was anzufangen lohnt sich nicht. Und dann mal schauen, was die nächsten Folgen so bringen. Bis dann.